Anlässlich 30 Jahre Suzuki Vitara gibt es seit Jahresbeginn 2019 eine Spezialedition des Klassikers. Der neue Suzuki Vitara in der Österreich-Version 30 Jahre Österreich präsentiert sich in einer überarbeiteten, zeitgemäßen Optik und in einer Farbe, die mich persönlich sehr begeistert, das neue Solar Yellow. Neben der Sonder-Zwei-Farben-Lackierung ist auch ein Jubiläumsbonus von 822 Euro inkludiert. Günstigstenfalls fährt man den Vitara dann schon ab 18.168 Euro in der Version Clear mit 112 PS Benzinmotor. Mit 4,17 Meter Länge ist der Vitara sogar kürzer als ein Golf und somit als Kompakt-SUV auch sehr beliebt im Stadtverkehr. Klassenüblich groß ist auch der Kofferraum. Von 375 bis 1120 Liter reicht das Ladevolumen. Die Ladefläche weist bei umgeklappten Rücksitzen allerdings ein Gefälle auf. Der Ladeboden kann herausgenommen werden. Für ein Auto mit 4,17 Meter Länge sind die Platzverhältnisse sowohl für die vorne Sitzenden als auch die hinteren Passagiere sehr gut. Zwischen den Vordersitzen befinden sich ausreichend Verstaumöglichkeiten. In den Türablagen kann man auch größere Getränkeflaschen sicher unterbringen, vorne wie hinten. Die rückwärtigen Seitenfenster lassen sich relativ weit, aber nicht komplett versenken. Im gefahrenen Vitara haben wir den 140 PS Boosterjet Motor mit 1,4 Liter Hubraum, der kein echtes Wunder an Sportlichkeit ist, aber zur Charakteristik dieses Fahrzeugs sehr gut passt. Der bei flotter Fahrweise kernig klingende 140 PS Boosterjet Benziner kam im Schnitt auf einen Verbrauch von 8,1 Liter auf 100 Kilometer. Der Testwagen verfügt über das All-Grip Select Allradsystem. Über einen Drehregler kann zwischen den Programmen Auto, Sport, Snow und Lock gewählt werden. Somit kann der Fahrer den Allradantrieb stärker oder schwächer einbinden. In allen Varianten wird das Fahrverhalten durch den Eingriff in das Motormanagement und durch Bremseingriff zusätzlich optimiert. Der Allradantrieb und das kompakte, praktische Design machen das Auto zu einem vielseitigen Alltagsbegleiter. Die Ausstattung der Top-Version Flash umfasst etwa Ledersitze, Audiosystem mit Smartphone-Anbindung und Navigation, zahlreiche Assistenzsysteme wie etwa adaptiven Tempomat oder Spurhalteassistent, Rückfahrkamera, polierte 17 Zoll Alufelgen, Privacy Glass, LED-Scheinwerfer und noch vieles mehr. Mein Resümee zum neuen Vitara ist einfach wie das Fahrzeug selbst. Es ist robust und praxistauglich und man fühlt sich auf der Stelle wohl. Man kennt sich aus und hat den Eindruck, ein Fahrzeug zur Seite zu haben, das allen Anforderungen im Alltag und auch in der Natur gewachsen ist. Das 140 PS starke Topmodell All-Grip Flash kostet als 6-Gang-Schalter 28.290 Euro. Mit 6-Stufen-Automatik sind 30.790 Euro fällig. Da wären dann der Jubiläumsbonus von 822 Euro sowie allfällige Rabatte im Rahmen der zinsenfreien Drittelfinanzierung noch abzurechnen. Laut Suzuki lässt sich so der Preisvorteil auf bis zu 3030 Euro vergrößern.